So, jetzt können wir richtig reinstarten. Freut mich extrem über jede einzelne Person, die heute hier auf dem Call mit dabei ist. Und ja, ich glaube, die meisten hier, einige Gesichter kommen mir auf jeden Fall bekannt vor, waren auch schon letzte Woche am Start. Ansonsten, ich weiß, dass das Thema von heute auf dem Call von letzter Woche anknüpfen wird. Wir schicken gerne am Ende nochmal hier in den Chat auch die ganzen Links rein für die YouTube-Videos. Wir haben die Playlists hochgeladen, sowohl für Ladies Empire als auch für diese Body Mental Health Calls hier. Es kommt alles sowieso noch in die Ladies Empire Gruppe. Also wenn ihr da drin seid, dann kriegt ihr sowieso immer alles. Wenn nicht, kann ich euch wirklich empfehlen, euch da einmal von eurer Upline oder von der Person, die ich jetzt auf den Call hier eingeladen hat, hinzufügen zu lassen, den Einladungslink zu schicken. Kann ich auch sonst hier nochmal reinschreiben, wenn da Bedarf ist. Genau, dann kriegt ihr nämlich immer alle Infos einfach so in erster Hand, habt alles immer gleich beisammen, wisst, wo was ist. Und ja, ich möchte gar nicht so lange drum herum reden, weil ich weiß, was hier heute vorbereitet wurde. Und zwar darf ich noch mal ein paar Worte zu unserer Speakerin verlieren. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe Lena, vor, glaube ich, so 3 Wochen kennengelernt, wo wir zusammen in Frankfurt waren. Ich habe vorher einmal mit ihr geschrieben und wusste schon, sie ist krass drauf. Ich habe es von Milea gehört. Ja, sie hatte so ein Girl am Start, die sich extrem gut in solchen Bereichen auskennt, was eben Ernährung angeht, Körper, so Selbstbewusstsein, eine gesunde Beziehung auch zu sich und seinem Körper haben. Und ich dachte mir damals, okay, krass, das ist so ein Thema, das ist im Business eigentlich gar nicht so oft erwähnt. Also das ist sowas, ja, man hört davon und man sagt immer so, du musst eine Balance haben und das Ganze, aber eigentlich gerade so die Unternehmer kennen das alle. Man ist so im Hustle drin und dann vergisst man oft das und irgendwie man ist so in seinem Fokus, so in seinem Tunnelblick, dass man oft so ein bisschen die Dinge rundherum ausblendet. Genau das sind aber die Dinge, die man eigentlich eben nicht ausblenden sollte, damit man diesen Fokus behalten kann, damit man wirklich so diszipliniert ist. Und Lena ist eine Person, die es geschafft hat, wirklich sich nicht nur selber dran zu halten, sondern sich dieses Wissen so anzueignen, dass sie das auch nach außen geben kann. Wo ich das erfahren habe, war ich so, okay, ich muss sie erstens kennenlernen und wir müssen irgendwas machen. So, der Mehrwert kann nicht bei ihr bleiben, sie muss das nach außen teilen. Und sie war sofort begeistert, hat gesagt, okay, sie will das unbedingt machen, sie geht extrem drin auf. Und ich habe das letzte Woche gesehen, als sie angefangen hat zu speaken. Ich habe nachher mit ihr geredet und ich konnte echt nicht glauben, so, dass es ihr dritter Call, glaube ich, war, auf dem sie gespeakt hat. Nicht so, wow, das hätte sie schon seit Jahren hier regelmäßig Vorträge über das Thema gemacht, regelmäßig vor Leuten gesprochen. Ich hätte es niemals geglaubt, dass sie eigentlich so neu da drin ist. Aber das zeigt eigentlich so diese Passion, die sie dafür hat, dass man ja ihr gar nicht anmerkt, es ist das Neue jetzt für sie, sondern sie geht so drin auf. Sie hat ja so eine Leidenschaft drin, dass Ganze anderen zu zeigen, uns ihren Mehrwert mitzugeben. Und ich bin extrem dankbar. Ich kann persönlich auch so viel von ihr lernen. Diese ganzen Sachen mitschreiben. Ich habe meine Notizen vom letzten Mal noch mal durchgelesen. Das ist echt geisteskrank. Wenn wir da in die Umsetzung gehen, dann ist sowieso Ende. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht mehr so lange drum herum reden. Ich hole sie hier einmal zu mir. Und liebe Lena, ich übergebe an dich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Und Leute, schreibt jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gut mit. Es werden einige Nuggets sein, die es hier regnen wird. Und dann let's go. Hey, ja, Michelle, vielen lieben Dank für die lieben Worte. Ja, auf jeden Fall, hey an alle. Ja, ich hoffe, es sind auch ganz, ganz viele neue Gesichter, glaube ich, dabei jetzt heute. Ich weiß gar nicht genau, aber ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass es jetzt losgehen kann, weil ich habe irgendwie so viel zu erzählen und ich bin heute irgendwie so, es wird auf jeden Fall eine coole Stunde oder wie lange auch immer das jetzt so gehen wird. Und zwar wollte ich noch mal ganz kurz erzählen, letzte Woche haben wir ja angefangen darüber zu sprechen, so wo stehen wir eigentlich, so wo ist jetzt gerade unser Punkt, wo wir uns so denken, so hey, daran wollen wir arbeiten, so hier bin ich jetzt gerade zu Hause, so hier stehe ich. Und wenn wir gar nicht wissen, wo unser Punkt ist, können wir auch gar nicht loslaufen. So, ich hatte ja letztes Mal dieses Beispiel genommen mit dem Navi, denn wenn wir gar keinen Startpunkt angeben, dann weiß das Navi auch gar nicht, wo es uns hinbringen soll. Und jetzt wissen wir, wo wir stehen, aber jetzt müssen wir natürlich auch schauen, wo wollen wir überhaupt hin. Denn wenn wir loslaufen oder das Navi anschalten, aber kein Ziel eingeben, dann kommen wir auch nicht an. Das heißt, es ist alles miteinander verknüpft und das wollen wir heute ein bisschen mal beleuchten, wo ich euch einfach mal ein paar Tipps mitgeben wollte, wie man das Ganze vielleicht für sich einfach auch definieren kann. Denn wenn du halt nie weißt, wofür du eine Sache machst oder warum du morgens aufstehst, dann wirst du halt auch nirgendwo ankommen. Dann wirst du nie irgendwie das Gefühl haben, dass du irgendwann mal was geschafft hast. Nein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr habt doch bestimmt alle schon mal irgendwie so eine Fliege gesehen, die immer und immer und immer wieder gegen die Fensterscheibe fliegt. Und ich dachte mir immer so, wie lost muss man eigentlich sein? So, ich meine, was ist da denn falsch? So, warum fliegt sie denn einfach mal woanders lang oder lässt es einfach, weil man kommt da einfach nicht durch, so. Und dann dachte ich mir irgendwann so, irgendwie, Lena, bist du kein Stück besser als diese Fliege, weil ich hatte gar keine Orientierung, ich wusste gar nicht, wo ich hin sollte. Man hat immer irgendwas angefangen, das heißt, man ist immer wieder gegen die Scheibe gelaufen,
aber es hat nie irgendwie dafür zu geführt, dass man durchkommt, dass man irgendwie was gefunden hat, was einen glücklich macht. Dann hat man hier einen Job angefangen, hat man da was versucht, da eine Fortbildung, da irgendwas und nichts hat mich irgendwie erfüllt, weil das alles nicht mein Ziel war, weil ich irgendwie komplett einfach orientierungslos durch die Welt gelaufen bin und mir dachte so, ja, heute passiert vielleicht das mit mir, aber mir war irgendwie alles so egal, weil ich nicht wusste, wofür ich morgens aufstehe. Und das ist halt so extrem, ja, extrem heftig, wenn man das drauf hat, wenn man weiß, wofür man das Ganze macht. Und deswegen schreibt es euch auf jeden Fall nachher auf, so, wo wollt ihr irgendwann mal stehen? Und da ist halt diese Vorstellungskraft so ein extrem krasses Tool, weil ihr euch einfach, wenn ihr, das müsst ihr nicht jetzt machen, aber nachher in Ruhe, einfach mal die Augen zumacht und euch genau vorstellt, wo wollt ihr hin? Was wollt ihr in eurem Leben erreichen? Wie soll eure Person sozusagen aussehen, wenn, wo ihr sagt, so da will ich ankommen. Genau, so detailliert wie möglich, weil ich sag's euch Leute, das funktioniert, dass es dann zu euch kommt. Es ist irre, aber wenn ihr euch genau vorstellt, was für Kleidung habe ich an, wo lebe ich, wo wache ich auf, wache ich mit Wecker auf oder schlafe ich einfach aus, bin ich in der Stadt, bin ich im Wald, bin ich am Meer, mit wem habe ich vielleicht eine Familie, so was frühstücke ich, was für einen Duft trage ich auf, es ist so, so, so viel und wenn du das dann spürst und dann Gefühle, sag ich mal, entwickelst, dann ist Game Over, weil Gefühle sind so, so krass, dass das Wertvollste und das ist das Stärkste einfach, was wir haben, wenn wir da Gefühle reingeben, weil dann senden wir das sozusagen raus und ich weiß, ich werde viel über solche Sachen reden, sowas wie mit Manifestieren und so Vorstellungskraft und sowas und nimm das wirklich ernst, weil es funktioniert und alle Leute, die halt dann immer sagen so, boah, was laberst du, das sind halt auch immer leider die Leute, die ihr ganzes Leben lang broke sein werden, weil alle erfolgreichen Menschen beschäftigen sich mit genau diesen Themen und das ist halt eine extrem krasse Sache, was ich euch allen raten würde, sich einfach mit dieser Vorstellungskraft, sich diese Dinge einfach vorzustellen, was du damit erreichen kannst und was du halt möchtest. Und ich finde das immer so, ja, so, mir fehlen heute ein bisschen die Worte, weil das ist echt emotional, weil so Ziele erreichen und halt nicht an sich glauben, so, das sind halt so Sachen, die mich so extrem lange begleitet haben. Auf jeden Fall, weil ich halt immer so eine Person bin, die alles machen will, die will alles erreichen und so schnell wie möglich alles auf einmal machen und dann komme ich zu gar nichts. Das heißt, ich mache den ganzen Tag irgendwas, aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht produktiv oder ich bin auch nicht produktiv, weil ich irgendwie keinen Plan habe. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr euren Kalender habt oder euch irgendwie aufschreibt, eine To-Do-Liste, die ihr abarbeitet. Und dann ist meine To-Do-Liste immer so 10 Seiten lang oder irgendwie es gibt keine Einträge mehr, die man hinzufügen kann, weil schon 100 drinstehen am Tag. Und dann ist es so hilfreich, Prioritäten zu setzen. Ich mache dann eine Liste mit Prio 1, 2, 3 und wenn ich jetzt halt zum Beispiel sage, ich muss heute einkaufen gehen, weil mein Kühlschrank leer ist, dann setze ich das erstmal auf Prio 1, weil ich muss schon was essen heute. Und wenn dann zum Beispiel ich doch denke so, boah, in 2 Wochen haben meine Tante Geburtstag, ich muss noch eine Karte schreiben, das kommt dann eher auf Prio 3, weil das kann ich auch noch morgen machen. Dass ihr einfach anfangt, weil Ziele haben ist auch einfach, wenn man das zu sehr zerdenkt, dann kommt ihr so eine Starre, dann denkt ihr so, was soll ich jetzt als erstes machen, sondern es gibt immer dieses Sprichwort so, Erfolg hat 3 Buchstaben tun, weil ihr müsst einfach in diese Action kommen, ihr müsst einfach anfangen, an euren Zielen zu arbeiten, weil ihr werdet nie den perfekten Zeitpunkt haben, das hört ihr wahrscheinlich auch extrem oft, aber ihr müsst einfach anfangen, daran zu arbeiten und dann gibt es halt noch, genauso wie mit diesen Prioritäten, die ihr euch dann setzt, gibt es halt auch noch A-, B- und C-Type-Goals, sodass ihr schaut, welche Ziele kann ich jetzt direkt, also A-Type-Goals sind halt die, die ihr direkt umsetzen könnt, wo ihr wisst zum Beispiel, ich würde heute Abend zum Sport gehen. So, dann setzt ihr euch auf euer Fahrrad oder in die Bahn oder so und fahrt hin. Das Ziel ist ganz klar, ihr wisst, wie ihr dorthin kommen sollt. Dann gibt es die B-Type-Goals, das heißt, ihr habt dieses Ziel, aber es ist vielleicht irgendwie, wo ihr denkt so, boah, ja, das ist aber krass, da muss ich echt was für tun. Und dieses Wie ist vielleicht so ein bisschen so, da muss ich noch mal ein bisschen dran rumbasteln. So. Und dieses C-Type-Goals, das ist das, wofür ich morgens aufstehe. Weil ich weiß, dass ich da ankommen werde. Ich weiß, dass ich dieses Ziel erreiche. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Also das ist halt so das, ja, wo ich mir halt so denke, so ja, Mann, so das will ich herausfinden. Das ist meine Herausforderung, weil sonst wird es halt extrem langweilig. Wenn wir uns das mal so vorstellen, wenn wir irgendwie alles schon direkt erreichen würden, was wir uns so vornehmen, dann könnten wir einfach auch extrem chillen. So. Und genau, dann habe ich auf jeden Fall noch den Tipp der Morgenroutine, weil Leute, wir treffen am Tag so um die 60.000 Entscheidungen und jede Entscheidung raubt uns Energie.
auch wenn es gute Entscheidungen sind, aber es kostet Energie, diese Entscheidungen zu treffen. Und wenn du dich morgens damit beschäftigst, ob du jetzt dein Bett machst oder ja, ob du zum Sport gehst oder so, dann zieht das schon mal Energie und du hast nicht mehr so viel Kraft für die Dinge, die du eigentlich erreichen willst. Und wenn du morgens deine Routine machst und sagst, ich mache mein Bett, dann gehe ich zum Sport, dann frühstücke ich irgendwas Gesundes, was mich irgendwie glücklich macht. Und dann machst du deine Dinge so, dann schreibst du vielleicht deine Dankbarkeitsliste und machst deine Morgenroutine, weil dann wird es normal, weil du brauchst Gewohnheiten. Denn nur durch Gewohnheiten kannst du auch erfolgreich werden und deine Ziele erreichen. Es muss normal sein für dich, diese Dinge zu tun. Wenn du denkst so, oh, heute muss ich nochmal zum Sport und so, es muss einfach, das muss zu dir werden, es muss ein Teil von dir werden und dann ist es einfach schon so nah dran, dass du diese Ziele einfach erreichst, weil ich sag dir ja auch ehrlich, du kannst ja jetzt auch nicht heute zum Sport gehen und morgen denkst du so, ey, warum ist mein Sixpack noch nicht da? So, aber es muss zur Gewohnheit werden, dass du einfach jeden Tag zum Sport gehst und das einfach für dich so durchziehst. Und ganz, ganz wichtig ist halt auch, was ich eben schon meinte, dankbar sein. Weil stell dir vor, du willst jetzt 10 Kilo zunehmen. Und ich sage jetzt bewusst zunehmen, weil ich kann das nicht mehr hören, wenn Leute mal sagen, es ist immer so auf die Seite, Leute wollen abnehmen. Aber es gibt auch tausende von Menschen, die zunehmen wollen. Und das muss mal ein bisschen normalisiert werden. Dass es normal ist, dass Menschen auch zunehmen wollen. Das heißt, stell dir vor, du willst 10 Kilo zunehmen und du hast schon 6 geschafft und denkst die ganze Zeit so, boah, mir fehlen jetzt aber noch 4. Warum kann ich diese 4 Kilo nicht noch zunehmen? So, was ist denn los mit mir? Warum sollte dir Gott oder das Universum oder irgendwas diese 4 Kilo dann noch geben, wenn du für die anderen 6 überhaupt nicht dankbar bist? Denn an einem Punkt in deinem Leben waren diese 6 ja auch dein Ziel. Das heißt, du hast dieses Ziel schon erreicht, aber du bist nicht dankbar dafür. Das heißt, warum sollte dir Gott oder das Universum diese nächsten 4, dein nächstes Ziel sozusagen auch geben, wenn er jetzt schon weiß, dass du für dein letztes Ziel überhaupt nicht dankbar warst? Das heißt, sei dankbar für die Dinge, die du in deinem Leben hast und schau nicht immer darauf, was dir noch fehlt. Denn dann bist du direkt in diesem Mangel. Du bist direkt in diesem Mangeldenken und Mangel hat eine extrem niedrige Frequenz. Und du ziehst immer nur die Dinge an, mit der du in Harmonie bist. Das heißt, wenn du immer denkst, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich hab kein Geld, ich bin arm, ich muss sparen und so, dann bist du immer in dem Gefühl des Mangels. Und dann wirst du auch nur Mangel anziehen. Das heißt, sei dankbar für die Dinge, die du hast und du bist automatisch auf einer Frequenz, die ganz, ganz, ganz weit oben ist. Denn die höchste Frequenz, die wir haben können, ist Liebe und Dankbarkeit. Und wenn du das ausstrahlst, dann wirst du auch nur noch mehr von diesen ganzen Dingen anziehen. Und das ist eine ganz, ganz krasse Waffe, die wir alle mal benutzen sollten. Denn wir konzentrieren uns viel zu viel immer nur auf die Dinge, die uns fehlen und die uns einfach irgendwie nicht so passen oder weiß Gott was nicht, aber auf jeden Fall irgendwas Negatives. Und das funktioniert halt leider nicht. Denn dann wirst du immer in diese Spirale kommen, dass du immer nur das anziehst, was du halt eigentlich gar nicht willst, was du eigentlich vermeiden willst. Deswegen Gedanken, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und genau, die Leute, die halt schon mit mir zusammenarbeiten, die kennen das Vision Board auf jeden Fall auch und ich finde das extrem krass, weil, ich will es ganz kurz erklären, und zwar habt ihr ja früher bestimmt schon mal in der Schule irgendwie so eine Collage machen müssen, ausschneiden, zusammenkleben und so, was ihr euch zu Weihnachten wünscht oder so, also ich zumindest, und ich habe das jetzt einfach mal so, also es ist jetzt nicht meine Idee gewesen, aber es ist halt eine Sache, die ich super, super gerne erzähle, weil ich habe es jetzt einfach mal digital gemacht. Natürlich könnt ihr jetzt auch noch was ausschneiden, so, finde deinen eigenen Stil so, aber ich habe es jetzt einfach dann als Hintergrundbild genommen, für meinen Laptop zum Beispiel, habe es mir über meinen Schreibtisch gehängt und da sind halt einfach Sachen, die ich halt erreichen möchte, sei es Sprüche, die mich irgendwie motivieren, die mich daran erinnern, seien es irgendwie Urlaube, irgendwelche Villen, irgendwelche Kleider, die ich tragen möchte, irgendwelche Menschen, die ich mal sehen möchte oder was auch immer. Und das schneide ich mir dann zusammen und klebe es halt einfach auf. Oder bastel mir das zusammen, als Hintergrundbild. Dann siehst du es die ganze Zeit. Du musst es vor dir sehen, weil deine Ziele zu erreichen ist halt eigentlich nichts anderes, als das, was du dir vorstellst, in die physische Welt zu bringen. Denn alle deine Gedanken oder alles, was du schon dann erreicht hast, so zum Beispiel, du malst ein Bild. So, und dann stellst du dieses Bild ja in deinem Kopf vor und bringst es mit dem Stift auf Papier, oder? Das heißt, alles, was du in deiner Hand hältst, alles, was du siehst, jedes Handy, jeder Stift, alles entsteht in deinen Gedanken. Und wenn du das mit deinen Zielen genauso machst,
weil es war auch mal von jemandem das Ziel, vielleicht einen Tisch herzustellen oder ein Handy rauszubringen oder so. Deswegen kann es genauso gut sein, dass dein Ziel jetzt ist, den Körper zu haben, den du gerne hättest, oder die Noten zu schreiben, die du gerne hättest oder so. Aber dann stell es dir vor, dann muss es so krass in deinem Kopf drin sein, dass du gefühlt daraus bestehst. Und deswegen sind diese Vision Boards halt extrem krass, weil du den ganzen Tag drauf guckst, du siehst es immer und immer wieder. Und dann gibt es noch so ein kleines Geschenk, was ich irgendwann mal von einer Mentorin gesagt bekommen habe, was man machen kann, und das nennt sich Goal Card. Und das habe ich immer bei mir, wenn ich rausgehe, weil ich da mein Goal drauf schreibe, was ich halt erreichen möchte und wofür ich das Ganze hier mache. Und es gibt natürlich mal im Alltag so Situationen, wo ich vielleicht irgendwie denke so, schaffe ich das jetzt, Hilfe? Und dann hole ich mir diese Goal-Card raus, dann sehe ich vor mir und lese mir das laut vor, was eigentlich in mir steckt, was ich kann. Und dann mache ich es einfach doppelt und dreifach, weil ich mir denke so, ja, manchmal muss man einfach nur daran erinnert werden, weil man so viele Gedanken in sich hat, dass man einfach gar nicht mehr genau weiß, was man eigentlich will und was nicht. Das ist halt auch nochmal so, ja. Goal-Cards sind cool. Das heißt, also wenn du das irgendwie umsetzen kannst, das ist was eigentlich jeder sollte, dann pack es einfach in dein Formular und hab's immer bei dir. Genau. Und deine Ziele zu erreichen, also ich wollte nur mal kurz sagen, so Ziele heißen eigentlich nichts anderes als Träume mit Datum. Ziele sind Träume mit Datum, weil sich ein Datum zu setzen für deine Ziele oder beziehungsweise für deine Träume ist einfach so enorm wichtig, weil wenn ich mir denke, so ja, also ich würde irgendwann mal vielleicht ganz gut aussehen wollen, so vom Körper her, dann gehst du doch niemals ins Gym, so mit der Motivation dazu, dass du sagen, hey, in 3 Monaten will ich so und so aussehen oder will ich die und die Figur haben, keine Ahnung was so. Du brauchst ein Datum, damit du halt viel, viel, viel mehr Motivation hast, um daran zu gehen. Und ich habe es jetzt gerade falsch gesagt, weil Motivation bringt uns eigentlich gar nicht dahin, unsere Ziele zu erreichen. Ja, Motivation, meine Freunde, ist... Also Motivation ist eine Emotion. Und Emotionen kommen und gehen. Genauso wie Trauer und Freude, weil du bist ja auch nicht dauerhaft glücklich und du bist auch nicht dauerhaft traurig. Genauso sieht es aus mit der Motivation. Und deshalb wird diese Motivation niemals irgendwie dazu führen, dass du deine Ziele erreichst, und du brauchst Disziplin und diese Gewohnheiten, von denen ich erst gesprochen habe. Denn ich habe auch nicht jeden Tag Bock, um 6 Uhr aufzustehen und die Calls dann bis 2 Uhr nachts zu machen. Ich würde auch gerne mal lieber als 4 Stunden momentan schlafen. Und alle fragen mich dann immer so, hä, Lena, wieso bist du eigentlich immer noch so wach und kannst hier so strahlen und keine Ahnung, aber morgens um 6, Leute, ich springe auf aus meinem Bett, weil ich mir denke, das ist normal für mich, es ist zu meiner Gewohnheit geworden und ich freue mich auf den Tag. Ich weiß, was passiert, ich weiß, was ich gestern geschafft habe, ich weiß, wofür ich das Ganze mache und deswegen stehe ich morgens um 6 hier und lache in den Spiegel und denke mir so, ja, Mann, 4 Stunden geschlafen, geil. So, aber ich, es ist einfach keine Motivation mehr, weil auch ich habe manchmal vielleicht keinen Bock irgendwo zu, aber ich mache es dann trotzdem, weil ich weiß, es bringt was, weil ich weiß, nur so komme ich an mein Ziel. Deswegen, wenn ihr irgendwas macht, nur weil eine andere Person von außen sagt so, das musst du auch machen, das ist gerade voll cool, oder einfach irgendwie, du denkst so, ja, das mache ich jetzt alles, muss ich jetzt machen, dann wirst du diese Sache niemals in dem durchziehen, weil es kommt nicht von dir. Und dann dieser Hype, der wird irgendwann weg sein. Und dann denkst du dir so, warum mache ich das hier gerade? Das heißt, wenn es von dir, von hier, von dir aus drin nicht kommt, dann lass es einfach gleich. Weil dann ist es irgendwie Zeitverschwendung und Energie und irgendwie alles, das bringt einfach nichts. So, und deswegen sind diese Ziele die eine Sache, die extrem, extrem wichtig sind, dass du aufpasst, dass du deine Ziele nicht zu niedrig ansetzt, weil dann deckelst du deine eigenen Blessings, dann deckelst du dich einfach selbst, so, du kannst so, so, so viel. Deswegen, es gibt immer diese 10x-Regel, dass du einfach dein Ziel 10-mal so hoch ansetzt, damit du überhaupt irgendwie so einen Antrieb hast, dass du loslegst. Aber diese Steps an sich, dass du die klein hältst, weil es wird niemals irgendwie... Zum Beispiel, meine Cousine hat mir früher mal ihre Abi-Sachen gezeigt, als ich so in der 7. Klasse war und ich war so, ja genau, ich breche die Schule ab, keine Ahnung, wie soll ich das denn machen? So, und dann ist mir irgendwann eingefallen, so Lena, du hast aber noch 8., 9., 10., 11., 12. Klasse und ich habe mein Abi auch bestanden, so. Ich habe geheult, als die bei uns waren zum Kaffee trinken, so. Ich war so, wie soll ich denn mein Abi schaffen? So, weil das trotzdem war mein Abi mein Ziel. Ich habe da ja nicht von abgesehen. Aber ich habe die Steps gesehen. Ich meinte, ich mache jetzt erstmal Klasse 7 und dann mache ich Klasse 8, ja. Und dann kommt das alles Step by Step. Deswegen überfordere dich nicht oder denkst so, schaffe ich ja eh nicht, weil du wirst doch auf dem Weg dahin zu der Person, die das Abitur dann handeln kann, so.
meine Cousine wäre ja auch nicht von der 7. Klasse einfach mal eben so übersprungen auf die 13. oder so. Also ganz entspannt, alles Step by Step, aber anfangen und nicht denken so, oh, das Ziel ist so groß, ich mache jetzt lieber gar nichts, weil dann wirst du nie ankommen. Und diese Ziele, wie gesagt, sind halt so die eine Sache, aber das Warum ist nochmal was ganz anderes. Das ist nochmal Next Level. Weil eure Ziele sind halt alles schön und gut, aber wenn ihr kein Warum habt, dann werdet ihr keins eurer Ziele erreichen. Denn eure Ziele sind ja halt, ja, das sind so, ihr wollt irgendwie das und das euch leisten können oder ihr wollt so und so aussehen. Aber ihr habt einen tiefen Grund in euch, warum ihr hier seid und warum ihr morgens aufsteht. Und dieses Warum müsst ihr finden. Und wenn ihr so tief in euch bohren müsst, wie ihr nur könnt, aber ihr müsst es finden. Und Ziele sind halt auch, die kann man mal verändern oder die changen einfach so. Weil wenn du was erreicht hast, hast du ein neues Ziel. Aber dein Warum bleibt immer gleich. Denn warum ist diese Quelle in dir, wo du denkst, du brennst dafür? Wenn ich dann, ich darf jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil dann fange ich dann ja zu weinen. Weil mein Warum ist so stark, dass ich jetzt sofort anfangen könnte zu weinen. So, weil ich mir denke, so, das wird niemand auf dieser Welt da irgendwie reingrätschen können und mich von diesem Warum abhalten können. Und wenn du dieses Brennen, dieses Verlangen in dir gefunden hast, ich glaube mir, du wirst alles durchziehen. Dir ist alles scheißegal, weil du weißt, warum du diese Sache tust. Und das ist das größte Geschenk, was du haben kannst. Deswegen versuche dein Warum, weil dein Warum ist nicht irgendwie so, ja, ich möchte finanziell frei sein. Nein, das können viele. Das kann, aber du hast dein spezielles, dein individuelles Warum. Das, warum du hier morgens auf der Matte stehst und denkst so, ja, Mann. Und ich verändere heute die Welt und ich mache das und ich glaube an mich so. Das ist halt nochmal ein wichtiger Unterschied, weil es gibt Ziele und es gibt das Warum. Und das Warum ist halt das, warum ihr hier seid. Genau. Und was halt noch extrem, ja, auch wichtig zu sagen ist, so, diese Ziele zu definieren, ist halt einfach so wichtig, damit ihr diesen Weg einfach in eurem Leben finden könnt, damit ihr wisst, weil so viele Leute sind einfach so verloren manchmal, oder halten dann so gar nichts von sich und liegen dann abends im Bett und sind so traurig. Und ich sage euch warum, weil ihr Nein zu euch selbst sagt, weil ihr Nein zu euren Zielen sagt. Wie oft war das bei mir schon so, dass ich irgendwie, ich wollte zum Sport gehen und meine Freunde meinten dann alle so, hä, lass mal feiern gehen. Und dann ist halt die Frage, was machst du? Sagst du dann, nein, ich gehe zum Sport, weil das ist mein Ziel, oder sagst du, es könnte ja sein, dass die Leute mich dann ausstoßen und dass ich nie wieder mit darf und ich glaube, ich gehe jetzt lieber feiern. Glaubst du, die Leute gehen ohne dich nicht feiern oder die gehen trotzdem feiern? Es ist denen auch scheißegal. Aber du sagst nein in dem Moment, wenn du sagst, ich gehe mit feiern, du sagst nein zu deinem Ziel, du sagst nein zu dir und tust es nur, damit du Anerkennung oder irgendwie das Gefühl hast, du machst es gerade das Richtige, deinen Freunden gegenüber. Und nein zu dir zu sagen, du spürst so eine Leere abends, wenn du im Bett liegst, weil du liegst abends alleine mit dir im Bett und du bist die einzige Person, die für immer und ewig bei dir bleibt. Und wenn du dich selbst nicht so viel wertschätzt, dass du deine eigenen Ziele verfolgst und dich von anderen abkommen lässt, Leute, warum? Also warum seid ihr dann hier? So, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn, denn Menschen schauen... Ich habe schon so oft Menschen irgendwie gefragt, so, hey, was würdest du da machen? Ich habe Menschen um Rat gefragt und die sagen dir dann irgendwas und dann ist es vielleicht schiefgegangen und ich war so, hey, was soll ich denn jetzt machen? Und das ist irgendwie, hat nicht so funktioniert, so was du gesagt hast. Glaubst du, die juckt das noch? Glaubst du, die wissen davon überhaupt noch? So, jeder schaut auf sich so und es klingt hart und so, aber es ist einfach so. Es ist die Realität, dass du für dich verantwortlich bist und dass du dafür verantwortlich bist, ob deine Ziele erreicht werden oder nicht. Und da kann niemand anderes dir irgendwie helfen und da wird niemand anderes dir irgendwie einen Teil von abnehmen oder so, weil es ist deins. Es wird niemals irgendjemand deine Vision und deine Ziele verstehen können, weil niemand das erlebt hat, was du erlebt hast. Und es ist halt ja manchmal auch so, vielleicht sind hier einige auf dem Call, die sagen so, hey, ja, aber ich weiß halt voll, wo ich hin will. Ich weiß komplett, wohin mein Weg gehen soll. Meine Ziele sind voll klar. Aber dann frage ich mich so, warum funktioniert es dann nicht? Das frage ich mich auch. Ich weiß manchmal auch, denke ich mir so, hey, warum komme ich denn da überhaupt jetzt nicht an? Und dann wird mir irgendwie so klar, oder es ist auch einfach so, dass es ist einfach, zum Sport zu gehen 5-mal die Woche. Es ist einfach, sich was Gesundes zu kochen, anstatt irgendwie eine Pizza zu essen. Es ist einfach zu lernen, anstatt 5 Stunden auf TikTok zu chillen. Aber was nicht einfach sind deine Gedanken, die du regulieren müsstest. Die Gedanken, die du kontrollieren solltest. Das ist das.
was schwierig ist, weil ich kenne bestimmt irgendwie so diesen Engel und diesen Teufel, diese beide hier so ein bisschen rumchillen und die gegeneinander so ein bisschen kämpfen. Und wenn du sagst so, ey, ich glaube, ich gehe jetzt heute echt mal zum Sport. Und dann kommt aber so, und was passiert, wenn jetzt die anderen aber nicht feiern gehen wollen und du gehst nicht mit? Und was passiert dann und dann? Und so, das ist schwer, dann zu sagen, so, ich will zum Sport und ich gehe jetzt zum Sport. Feiern bringt mich nirgendwo hin, aber der Sport schon, weil das ist mein Ziel. Feiern war nicht mein Ziel. Das ist halt so enorm krass, was ihr ja, versuchen solltet zu kontrollieren und hinzubekommen, dass ihr da stärker seid als eure Excuses und eure Hemmschwellen und diese Angst, weil Angst existiert nicht. Angst ist einfach nur diese kleine Sekunde vor diesem Sprung in diese Wachstumsphase, um euer Ziel zu erreichen. Und deswegen sind die Gedanken eure Waffe. Eure Gedanken sind so enorm wichtig, was ihr damit anstellt. Und das wollen wir natürlich halt auch in den nächsten Wochen behandeln, damit ihr wisst, was für eine Power eure Gedanken haben und wo die euch hinbringen können. Weil ich sag's euch, dass ich hier jetzt so sitze und so mit euch spreche, das hat auch alles harte Arbeit gekostet, weil ich war ein Niemand, was so, bevor ich das Ganze hier gestartet habe, ja. Ich erzähle das halt irgendwann nochmal, aber das könnt ihr mir glauben. Halleluja, ich war gar nichts. Und meine Gedanken waren dementsprechend halt auch auf einer ganz, ganz, ganz anderen Ebene und im negativen Sinne gemeint. Und ich habe dann gedacht, hey, ich vertraue dem Ganzen jetzt mal, weil ich habe von einem Alex Morton gelernt, ich habe von einem Bob Proctor gelernt, von all diesen Menschen, die erfolgreich sind. Und ich sag's euch, all diese Menschen beschäftigen sich genau mit diesen Themen, wie die Gedanken ihre Realität kreieren können. Und das wollen wir hier auf jeden Fall für euch schaffen. Denn dann werdet ihr alle Ziele erreichen. Und wenn ihr immer sagt, so, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und ich weiß ja nicht, ob ich da gut genug für bin und so, weil dann seid ihr genau wieder in diesem Mangeldenken, von dem ich erst gesprochen habe, dass ihr da nämlich gar nicht vorankommt. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass ihr hier auch dabei seid, weil ihr werdet da draußen nirgendwo irgendein Coaching oder so oder irgendeine Therapie erhalten, die am besten noch von der Krankenkasse bezahlt wird, was euch so ein Wissen geben wird. Denn die Menschen da draußen wollen nicht, dass ihr an euch glaubt. Es ist einfach so. Die Menschen wollen nicht, dass ihr an euch glaubt. Die Menschen wollen nicht, dass ihr euren Träumen und Zielen ja, nachgeht. Weil habt ihr schon mal ein Kind irgendwie? Man fragt doch immer so, genau, was willst du später werden? Und habt ihr schon mal irgendwie ein Kind gesehen, was gesagt hat, ja, ich möchte Bürokauffrau werden? Oder ja, ich möchte, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich auf jeden Fall im Einzelhandel tätig werden oder irgendwelche Steuern machen oder keine Ahnung was. Nein, die Kinder, die sagen euch, ich will Prinzessin werden, ich will zum Mond fliegen, ich will die Welt verändern oder keine Ahnung was. Das sagen euch Kinder, weil die keine Hemmung haben, die haben keinen Deckel aufgesetzt bekommen. Die sind so, wer oder was soll mich denn jetzt hier aufhalten? Ich schaffe alles, Leute. Und dann kommen irgendwann diese Erwachsenen, euer Umfeld, die Gesellschaft, das System, die Regierung und sagt euch so, nee, mach mal lieber eine Ausbildung und dann sortier mal ein paar Ordner. Glückwunsch. So, was passiert denn mit diesen Träumen? Die werden einfach ausradiert in euch. Und das macht mich extrem, extrem wütend und extrem traurig. Deswegen wollen wir das hier mal so ein bisschen wieder aufblühen lassen, dass ihr eure Träume auf jeden Fall ja, wieder mal so ein bisschen hervorruft und euch wirklich fragt, deswegen diese Vorstellungen, wenn ihr nachher im Bett liegt oder wie auch immer, dass ihr euch vorstellt, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen? So, holt diese Kinderträume mal wieder hervor, weil das sind die Träume, die euch eigentlich ausmachen. So, da habt ihr noch komplett ohne irgendwelche ja, Meinungen von anderen, ohne die Angst, dass ihr irgendwie Ablehnung bekommt oder so, irgendwie, ja, gehabt. Ihr habt einfach dran geglaubt, so, weil ihr dachtet so, wer oder was soll mich aufhalten? Und ich habe halt, ja, ich wollte euch nochmal ein bisschen so, jetzt haben wir so ein bisschen geschaut, so, wo könnt ihr dran basteln, so, um eure Ziele auf jeden Fall, ja, zu formulieren, aufzuschreiben mit diesen ganzen To-Do-Listen, Vision Board und einfach klar formulieren, überhaupt mit Datum aufschreiben, so, und dass eine Entscheidung zu treffen ist, dass ihr dieses Ziel erreicht, dass ihr heute eine Entscheidung trefft und sagt, ich werde dieses Ziel jetzt verfolgen, bis ich es erreicht habe, no matter what. Und genau, ich wollte euch auf jeden Fall nochmal so ein bisschen so einen Denkanstoß mitgeben, denn ich wollte euch einfach gerne mal fragen, was so der wertvollste Ort auf dieser Welt ist. Der wertvollste Ort dieser Welt. Und die meisten werden jetzt so denken, so, oh, vielleicht, keine Ahnung, Tokio
oder Hongkong oder keine Ahnung, irgendwie fast in Amerika, da cruisen ja auch immer mit so teuren Autos und teuren Klamotten rum und so. Ich wollte euch auf jeden Fall mal kurz erzählen, wenn ihr bei mir wärt, wo der wertvollste Ort auf jeden Fall ist, und dann würdet ihr auf jeden Fall aus der Haustür rausgehen und die Straße entlang, dann an der Kreuzung nach rechts und dann erstmal so einen Berg runter, so 2 Kilometer lang die Straße geradeaus, und dann würdet ihr über die Bahnschiene laufen und links so einen Berg nach oben und dann wärt ihr da. Und wisst ihr, wo ich jetzt angekommen bin oder wo ihr angekommen wärt, wenn ihr jetzt mit mir mitgekommen wärt? Nämlich am Friedhof. Und ich sag's euch eins, am Friedhof, da wo all diese wundervollen Seelen jetzt so von uns gegangen sind, wisst ihr, da liegt dieses ganze Potenzial. Dort liegen all die Lieder, die geschrieben wurden, aber nie veröffentlicht wurden, weil die Menschen Angst hatten, dass sie vielleicht nicht in den Charts landen. Dort liegen all die Bücher, die geschrieben wurden, aber nicht veröffentlicht wurden, weil sie vielleicht dachten so, boah, was sagen denn jetzt, was sagen meine Freunde dazu? Vielleicht wird es kein Bestseller, ich habe versagt dann. Dort liegen die meisten Träume, die nicht erfüllt wurden. Die meisten Ziele, die nicht erfüllt wurden, weil sie nicht an sich geglaubt haben. Weil sie gedacht haben, ich bin es nicht wert, ich kann das sowieso nicht schaffen. Leute am Friedhof, da ist so viel Potenzial, was unter der Erde begraben ist. Und wir werden es niemals erfahren, was Menschen dort gerissen hätten können, was Menschen dort in die Welt gebracht hätten können, weil sie es einfach nicht getan haben. Und deswegen habe ich die Frage, wo ist der wertvollste Ort in dieser Welt? Und alle haben jetzt, die meisten haben an Geld gedacht, oder? Die meisten haben man irgendwie man denkt immer bei wertvoll immer so an Geld oder irgendwelche Sachen, die absolut eigentlich gar nicht wertvoll sind, weil es ist so ein verdrehtes Spiel. Denn das Wertvollste auf dieser Welt ist nämlich Zeit. Und eure Zeit wird ablaufen und ihr wisst nie, wann es vorbei ist. Und ihr wisst nie, wann diese Sanduhr zu Ende gelaufen ist. Und diese Menschen, die unter der Erde jetzt auf dem Friedhof liegen, die haben keine Zeit mehr. Die haben ihre Zeit nicht genutzt, warum auch immer, weil sie nicht an sich geglaubt haben. Und die Zeit ist abgelaufen. Die haben keine Chance mehr, ihre Potenziale auszubreiten, das an die Welt rauszutragen. Aber ihr habt sie noch. Du, wie du da jetzt gerade sitzt, egal in welcher Situation, du hast diese Zeit noch, also nutze sie. Und ich wurde letztes Mal gefragt, und das möchte ich euch jetzt auch mal fragen, was würdest du tun, wenn ich dir jetzt erzählen würde, dass du nur noch 60 Sekunden zu leben hast? Jetzt mal eben for real. Das meine ich jetzt nicht so wie Sprüche.de oder so. Ich meine das jetzt gerade wirklich for real. Was ist, wenn ich dir jetzt sagen würde, du hast noch 60 Sekunden und dann ist vorbei? Dann ist vorbei, Madame. Dann ist der Chaos. An welche Person hast du jetzt gerade in der ersten Sekunde gedacht? An welche Situation hast du gedacht, wo du dachtest so, da hätte ich vielleicht mal meinen Mund aufmachen sollen, meine Meinung sagen und mich nicht unterbuttern lassen sollen. Da hätte ich vielleicht mal einfach mal einen Step nach vorne machen sollen. Da hätte ich vielleicht einfach mal doch diese Sache gemacht und hätte nichts zurückgesteckt. Oder da wäre ich vielleicht lieber positiv aus der Unterhaltung rausgegangen und nicht im Streit auseinander. Und ich würde jetzt gleich nach dem Call direkt diese Dinge aufschreiben und sie tun, als gäbe es keinen Morgen mehr, weil du weißt nicht, ob es einen Morgen gibt. Und ich will nicht erleben, dass irgendeine Person nochmal irgendwo an diesem wertvollsten Ort dieser Welt irgendwann liegt und da eigentlich sowas von krasses Potenzial hintersteckt, weil ich kann es wirklich nicht mehr hören oder nicht mehr sehen, weil ich habe eine Zeit hinter mir, wo ich mit Menschen zusammen war, die krank geworden sind, dadurch, dass sie sich nicht an sich geglaubt haben, die gestorben sind, die von uns gegangen sind, während ich war mit diesen Leuten in einem Zimmer. Ich habe geschlafen, während andere Personen von dieser Welt gegangen sind, weil sie sich so klein geredet haben, dass sie krank geworden sind. Ich lag mit denen zusammen im Krankenhaus, weil ich auch so war, ja. Ich war auch so, dass ich so an mir gezweifelt habe, dass ich krank geworden bin, dass ich meinen Körper sowas von ruiniert habe, weil ich gedacht habe, ich bin es nicht wert, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht. Und diese Menschen, als ich morgens aufgewacht war, war diese Person nicht mehr in meinem Zimmer, weil ich geschlafen habe und nicht mitbekommen habe, dass sie rausgetragen wurde, weil dieser Körper aufgegeben hat, weil der Körper von dieser Person aufgegeben hat, weil ihre Gedanken sie so klein gemacht haben, dass der Körper nicht mehr überlebt hat. Und diese Person war nicht mal 20 Jahre alt. Und ihr wisst gar nicht, aber das macht mich so wütend oder so traurig, weil ich frage mich immer, warum Menschen immer irgendwas erst mal erleben müssen, damit sie aufwachen. Warum muss es immer erst zu spät sein? Diese Leute,
die jetzt nicht mehr leben und die nicht mehr unter uns sind oder denen irgendwas passiert, weil sie nicht mehr an sich glauben, die können es nicht mehr ändern, aber du kannst es. Warum musst du dann immer erst warten, bis irgendwas passiert, bevor du das änderst? So, und das ist krass, weil ich hab's geschafft, so, ich habe gedacht irgendwann so, Lena, was machst du hier eigentlich gerade? Du bist es wert. So, du kannst deine Ziele erreichen. Du kannst alles, was du willst. Aber ich habe genauso auch Menschen gesehen, die unter 20 Jahre von uns gegangen sind, weil sie nicht an sich geglaubt haben. Und den einen Abend habe ich noch mit der Person gesprochen und am nächsten Tag war sie nicht mehr da. Und sie hat gesagt, ich will das eigentlich so gerne schaffen, hat sie zu mir gesagt. Sie hat gesagt, ich weiß, was ich für ein Ziel habe und ich will das eigentlich gerne schaffen, aber ich glaube einfach nicht an mich. Ich habe Angst, dass andere Leute mich abstoßen. Ich habe Angst, dass wenn ich das mache, dass meine Freunde nicht mehr mit mir reden. So, ja, scheiß auf deine Freunde. Was sind das für Freunde, wenn die dich nicht unterstützen auf deinem Weg? Diese Person hat einfach aufgegeben, der Körper hat aufgegeben, weil die Gedanken zu negativ waren. Irgendwann kann der Körper nicht mehr. Und deswegen meine ich, eure Gedanken sind das, was euch am Leben hält. Und eure Gedanken sind das, was euch auch krank machen kann und was euch aber auch gesund machen kann. Und ich wollte eigentlich nicht weinen, es tut mir leid, aber es macht mich so wütend, dass halt gar einige denken so, ja, also ich habe ja Zeit und ja, mal gucken, was mit mir so passiert und ich deckel mich einfach und ich bleib einfach so klein, wie ich halt eigentlich, ja, also ich bin halt einfach nichts Besonderes. Leute, ihr wollt das nicht. Ich wünsche das niemandem, dass er sowas erleben muss, dass Menschen einfach aufgeben. Und deswegen möchte ich einfach, dass du dein Leben in die Hand nimmst und jetzt einfach mal startest. Einfach mal startest. Weil ich sag dir, es wird der Tag kommen, wo der wertvollste Ort auch zu deinem Ort wird. Das können wir einfach nicht verhindern. Aber du kannst den Weg bis dahin verändern. Du kannst einen Impact hinterlassen. Und dein Ziel sollte es auch sein, einen Impact auf dieser Welt für andere zu hinterlassen. Weil was du den ganzen Tag tust, andere, egal wie, wie du über das Ganze denkst, so auch wenn du denkst, das hat gar keinen Impact auf irgendwas, aber es wird einen Impact haben. Du weißt gar nicht, wie viele Menschen auf dich schauen und wie viele Menschen überhaupt irgendwie stolz auf dich sind und dich denken so, wow, was du alles geschafft hast, was du erreichst. So, du weißt gar nicht, was für eine großartige Gestalt und was für ein Segen du einfach bist für diese Welt. Und deswegen glaube an dich und an deine Ziele. Und denk dir, hab einfach diese Fuck-Off-Einstellung, weil niemand kann dir einreden, was du in deinem Leben erreichen kannst und wirst, weil du bist einfach, wenn du an dich glaubst und dein Warum hast und an dich denkst und weißt, dass du es schaffst, dann bist du einfach, du bist nicht mehr aufzuhalten. Und deshalb schreib dir bitte deine Ziele auf, setz dir diese Prioritäten und kämpfe dafür und handle danach, als würde es, wie gesagt, einfach kein Morgen geben und lass dich von niemandem einreden, dass du es nicht wert bist, diese Ziele zu erreichen. Und damit bin ich am Ende gekommen. Ich hoffe, jeder konnte vielleicht irgendwas mitnehmen und versteht vielleicht, warum es so wichtig ist, an sich zu glauben. Und ich weiß auch, dass es kein Schritt von heute auf morgen ist, aber ich weiß, dass du es schaffen wirst und wir wollen das in den nächsten Wochen hier hinbekommen. Weil ihr wisst gar nicht, wie viele Menschen da draußen sind, die nicht an sich glauben, die genau diese Worte hier brauchen. Und dafür bin ich halt da und dafür mache ich auch jeden Tag einen Call. Das heißt, wenn irgendjemand mal irgendwas zwischen Sonntag und Sonntag hat und denkt, ich brauche jetzt aber gerade einen Rat, dann meldet euch bei euch, weil ich weiß, wie es ist, wenn niemand zuhört und ich weiß, wie es ist, wenn man das Bedürfnis hat, mit jemandem zu sprechen. Deswegen meldet euch bei euch, auch wenn wir uns vielleicht noch gar nicht kennen. Aber melde dich bei mir, weil ich höre dir zu und ich bin für dich da und es soll niemand das Gefühl haben, dass er allein ist auf dieser Welt, ja? Und definier deine Ziele und dann schauen wir beim nächsten Mal, wo die ersten Steps sind, damit wir von dem momentanen Stand zu deinem Ziel kommen. Und ja, ich würde dann nochmal ganz kurz abgeben und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche, euch alle zu sehen. Vielen lieben Dank. Leute, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich dazu noch sagen soll. Ich will dich gar nicht hier weggeben, Lena. Es war so ein wunderschöner Call. Ich weiß nicht, ob du den Chat verfolgen konntest, aber ich hatte Gänsehaut. Ich habe es im Chat beobachtet. Ich habe die Gesichter beobachtet. Ja,
Ich würde sagen, ich will da jetzt nicht mehr so große Worte drüber verlieren. An alle vom Business, ihr wisst gleich, es wurde Combo Call, ein Announcement und so weiter. Also seid auf jeden Fall mit am Start und ich wirklich kann mich nur bedanken bei dir, Lena, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ich glaube, ich spreche auch für alle im Call. Wir werden dieses Recording auf jeden Fall, ja, so gut es geht, duplizieren und so viele Leute wie möglich schicken, dass jeder hier von diesem Impact profitieren kann. Ich werde jetzt noch ein Lied abspielen, wo ich denke, dass es ganz gut hier dazu passt und ja, mit den Worten will ich mich auch verabschieden. Danke, dass ihr alle mit drauf wart. Lass uns drüber nachdenken, was die liebe Lena mit uns geteilt hat. Es waren so, ja, traurige, aber trotzdem wunderschöne Worte, extrem wichtig zu hören. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns nächste Woche. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows. No.